Oh, hier ist direkt was. Das ist ein anderer Raptor. Tatsächlich. Oh, ich habe direkt eine Familie gefunden. Wie schön. Damit einen wunderschönen guten Tag. Ich spiele heute mal den Omniraptor. Ist schon echt schön, wenn man nicht allein ist. Aber ich muss jetzt unbedingt erstmal was für unsere Diät finden. Damit wir schneller wachsen. Und ist ein Kano. Ja, der scheint aber einfach an uns vorbeizulaufen. Das ist gut. Weiß nicht, ob der friedlich ist. Doch, ich glaube schon. Guck mal, der holt uns das sogar raus. Ach, so ein lieber Kano. Dann essen wir es natürlich auch. Wenn es uns schon so schön geliefert wird hier. Organe beim Wasserfall, okay. Oh ja. Das ist gut. Oh, jetzt habe ich alles mit Pünktchen voll. Naja, ist es so. Gibt Schlimmeres. Irgendwie hat es nicht geklappt mit den Organen. Hauptsache, wir sind vollgefuttert. Und wir können wachsen. Das hier ist unser Ziehvater anscheinend. Der Kano. Hallo. Ich hoffe, der macht nichts. Scheint ja echt friedlich hier alle zu sein. Sehr entspannt. Ach, guck mal, Dibbles sind hier auch noch. Und ein Teno. Hä, wie einfach alle friedlich sind. Das ist so komisch. Aber ist echt schön. Hallo, kleiner Teno. Einfach ein Riesen-Mix-Pack. So, wo gehen wir jetzt hin, meine Freunde? Jetzt weiß niemand so genau was. Oh, guck mal, da ist noch ein kleiner Dibbel. Oh. Wie niedlich. Oh, der hat was erlegt. Fleisch für uns. Es wäre sogar Ess gewesen, aber leider sind meine Diäten voll. Deswegen werde ich jetzt erstmal nichts essen. Oh, er hat den Herrera getötet, glaube ich. Aber warum? Okay. Das war doch unser Herrera, oder nicht? Der die ganze Zeit mit uns mitgelaufen ist. Das ist gerade ein bisschen gruselig. Ja, ich glaube, sobald der Hunger kommt, werden dann doch die Mates getötet. Vielleicht sollte ich doch lieber bei meinem Raptor-Kollegen bleiben. Bisschen versteckt. Ach nee, hier sind noch andere Hereras. Ah, okay. Vielleicht haben die angegriffen. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hingehen. Gehen irgendwie immer tiefer in den Dschungel rein. Aber die werden schon irgendein Ziel vor Augen haben, da bin ich mir sicher. Ah, okay, wir gehen hier über eine Brücke. Ich weiß aber echt nicht genau, wo wir sind. Aber ich glaube, wir sind noch alle vollzählig.
Außer halt der Herrera. Na, guck mal, sogar der Kleine ist wieder da. Das ist doch schön. Oh! Wir werden attacked von Herreras. Ich glaube, das ist immer noch der gleiche, den wir vorhin schon gesehen hatten. Der verfolgt uns. Ich glaube, wir gehen jetzt in Richtung von diesem großen See. Hier sind zumindest schon mal diese großen Felsen und Berge. Das ist dann wahrscheinlich die Zone aktuell. Und da wollen dann die Pflanzenfresser hin. Okay, wir sind doch nicht bei dem See. Aber irgendwo in der Nähe, da ist ja diese Wiese. Aber das ist auf jeden Fall die Zone. Oh, das ist ein Stego. Oha. Warum ist der so böse? Okay, den attacken wir jetzt wohl. Ich mische mich da erstmal nicht ein. Der Pachi nimmt den gerade ganz schön auseinander. Oh, das wäre natürlich ein Festmahl für uns. Ich kann sogar noch eine weitere Mutation gleich lernen. Wie unser Mixpack den einfach auseinander nimmt. Das ist schon gemein. Aber Stego-Spieler haben es verdient. Jetzt geht's trinken. Könnte jetzt nochmal gefährlich werden. Müssen auf jeden Fall die Augen offen halten nach Augen, die leuchten im Wasser. Aber auf den ersten Blick sehe ich da jetzt nichts. Oh Gott. Nein, mein Kanu wird angegriffen. Das sind nochmal andere Dibbles. Lauf, kleiner Kanu. Kanu, renn! Renn weg! Oh, der Arme. Ja, die wissen halt nicht, dass der friedlich ist. Oh, sie kommen. Das sind die bösen Devils, glaube ich. Oh ja, die kämpfen jetzt auch gegen unsere. Oh mein Gott. Und das jetzt hier für ein Gemetzel. Ich kann halt noch nichts machen, ich bin noch viel zu klein. Und ich steige auch nicht durch, wer hier Freund und wer Feind ist. Oh nein. Ich bleib einfach bei dem Kanu. Der suhlt sich jetzt halt gerade erstmal gegen seine Blutung, glaube ich. Richtig viel Blut. Oh mein Gott. Aber es ist noch keiner gestorben. Also ich rieche zumindest nichts. Vielleicht sind die auch alle entkommen.
So, wir gehen jetzt hier was trinken. Ich hoffe, das geht gut. Das ist der Tenno, ne? Ja. Oh, das ist der Böse. Nein, der greift unseren Tenno an. Oh, ich bin rüber gejumpt. Oh nein. Oh, da kommt er wieder. Diese fiesen Dibbles, ey. Oh, das ist eine Herrera. Oh, der Kano holt jetzt den Herrera, glaube ich. Ja, er hat ihn erwischt. Sehr gut. Da kommen auch direkt die Dibbles. Okay, wir haben uns jetzt ein bisschen erholt von dem Schreck. Jetzt auch wieder mitten am Tag. Jetzt müssen wir erstmal Frühstück finden. Oh, hier sind die ganzen Kadaver von unseren ehemaligen Mates, glaube ich. Aber das ist alles etwas, was ich gar nicht haben will. Leider die Pünktchen. Vorne sind Dibbel. Kleine Dibbel. Wir sind nicht böse. Alles gut. Wie sie Angst haben. Ein kleiner Mini-Kano. Ach schön. Ich komme mir gerade vor wie der Adoptivsohn und so. Das schwarze Küken der Familie. Oh, mein Mate kämpft. Ich muss ihn warnen vor den Stegos. Oh. Was war das? Das ist nicht wie geplant gelaufen. Aber die Stegos kommen halt auch. Oh Gott. Wir müssen halt aufpassen auf die Stegos. Wie habe ich meinen Mate da gerade angejumpt? Okay, jetzt haben wir noch einen Kano dazu gewonnen. Da ist noch einer. Ich hoffe, die sind friedlich. Stegos verfolgen uns halt immer noch. Das ist nicht mehr normal, ne? Ich will den so gern mal anspringen, aber es geht so schief. Stegos kommen. Muss mich aber noch sauber waschen. So, jetzt. Oh, ein Herrera. Die nur fliegen sehen. Oh nee. Der wurde umgebracht. Da oben krabbelt es noch, das Viech. Ah, wie mies. Versucht den jetzt zu baiten, den Herrera. Hä, wo ist er hin?
Okay, das hat ein bisschen geleckt, oder? Schade, schade. Aber der andere Kano beschützt mich, das ist nice. Oh, ich bin tot. Okay, das hat nicht funktioniert. So ein Mist. Okay. Ich habe natürlich noch einen Versuch gestartet und bin jetzt auch schon wieder ein bisschen gewachsen. Die Sonne geht auch gerade auf, also eigentlich perfekte Bedingungen. Wir sind auch noch relativ gut dabei, was Trinken und Essen angeht. Ich würde jetzt aber erstmal, glaube ich, trinken gehen. Und, achso, ich kann euch nochmal zeigen, wie weit wir sind. Wir sind nämlich bei 60% schon. Also schon wieder relativ weit. Hier vor uns ist der See, wo ich gern trinken würde. Ich werde aber erstmal kurz das Ufer beobachten. Dann nehme ich gerade schon was Platschen gehört. Okay, das sind Dinos, hat man gehört. Ich laufe jetzt mal ein ganzes Stück den Strand entlang. Dann sollten wir nämlich Richtung Sumpf kommen. Und im Sumpf gibt es eigentlich relativ viele Orte, wo man sicher trinken kann. Das ist schon echt schön hier. Hier würde ich gerne Urlaub machen. Ja, und jetzt müsste gleich zu unserer Linken schon der Sumpf losgehen. Ich glaube, da ist auch aktuell die Zone. Also das ist sehr gut für uns. Dann können wir da gleich auch Butter finden. Ich glaube, hier müsste jetzt gleich schon Wasser sein. Genau, hier können wir jetzt trinken. Das ist hoffentlich auch sicher. Soll mich mal verfolgen? Das ist gut. Ich will nämlich nicht, dass es am Wasser stirbt. Und dann können wir es gleich auch entspannt essen. Oh, guck mal, das ist ein Baby-Wildschwein. Das sieht ja süß aus. Oh. Da drüben wird übrigens richtig viel geschrien. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Also scheint es richtig abzugehen. Ich versuche mal rüberzukommen. Direkt vor mir sind, glaube ich, zwei Baby-Stegos. Oh, es hat mich, der hat mich direkt getroffen. Krass. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich kann ihn ein bisschen überraschen. Und jetzt blute ich natürlich auch. Dem halt auch mal eine sehr große Hitbox. Ich weiß halt nicht, ob Pouncen sich da lohnt oder ob die mich dann treffen können. Ich habe halt noch nicht so viel Erfahrung mit den neuen Raptor. Ich glaube, der wurde auch überarbeitet von Pouncen. Und auch der Stego. Wir bluten halt auch, wir dürfen nicht so viel laufen eigentlich. Versuch nochmal seinen Schlag zu baiten. Ich glaube, wir haben ihn nochmal gehittet, das ist gut. Oh, wir verlieren echt viel Blut gerade. Okay, wir healen. In dem rennen wir natürlich vorbei. Jetzt werden sie langsam aggro. Oh, da ist auch ein Herrera. Wir müssen aufpassen. Greifen wir dich halt auch an. Da kenne ich ja nichts. Ich weiß halt echt nicht, wie es ist mit Pouncen, ob es so viel Sinn macht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, die beiden wollen flüchten. Irgendwie nochmal gehittet. Schade den leider nicht. Ist gut, wenn die rennen. Die verbluten nämlich.
Ah, wieder nicht gehittet. Das gibt's ja nicht. Zu spät zugebissen. Und wieder nicht. Ich versuche halt immer den Kopf zu hitten. Mann, ich treffe ihn nicht. Jetzt habe ich ihn wieder gehittet. Ja, soll rennen. Ich treffe ihn echt nicht gut. Ich will halt auch nicht an seinem Körper hängen bleiben. Okay, er verbraucht seine Ausdauer, das ist gut. Man trifft die echt schwer. Aber ich muss es halt langsam und vorsichtig angehen. Boah, da hat er mich fast überrascht. Oh, da hat er mich getroffen. Nicht gut. Muss ich erstmal wieder warten wegen der Blutung. Okay, die Blutung ist geheilt. Jetzt müssen wir die wiederfinden. Die sind irgendwo hier vorne in die Richtung. Da ist jetzt einfach noch ein Dibbel dazu gekommen. Das gibt's doch nicht. Oh nein! Ah, da bin ich hängen geblieben an seinem Körper. Ich frage mich halt, wie viel Schaden ich so einem Stego mache. Das ist echt schwer einzuschätzen. Ich hätte echt pouncen sollen, glaube ich. Danach habe ich sogar noch einen weiteren Versuch angefangen. Allerdings war der Server sehr stark am Laggen, deswegen habe ich mich dann irgendwann ausgeloggt. Und dann kam in der Nacht das Update raus. Das heißt, mein Raptor war weg. Und deswegen endet das Video hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.